Im letzten Video hatten wir uns angeschaut, wo ein Stein landet, wenn du ihn in einem Winkel von 80 Grad und mit einer Geschwindigkeit von 30 Metern pro Sekunde hier oben auf dieses Plateau wirfst, und haben danach uns auch noch angeguckt, wie denn der Ortsvektor aussehen würde und vor allem welchen Winkel der auch hätte. Und genau sowas Ähnliches wollen wir jetzt am besten auch noch machen für die Endgeschwindigkeit. Das heißt, wenn der Stein hier oben aufkommt auf dem Plateau, dann wird er ja kurz bevor er auf 0 abgebremst wird, wird er ja auch noch eine Geschwindigkeit und eine Richtung haben. Und die wollen wir uns mal angucken. Das machen wir am besten so, wie wir in den anderen Videos auch vorgegangen sind. Wir zerlegen den Vektor in seine horizontale und in seine vertikale Komponente und setzen dann einfach beides wieder zusammen und kriegen dann einen ganzen Vektor. Und danach berechnen wir uns noch den Winkel davon. Also, gucken wir doch mal. Wir wissen, dass in horizontale Richtung, das hatten wir im letzten Video schon ausgerechnet, ist die Geschwindigkeit 30 mal Cosinus 80 Grad. Da wir davon ausgegangen sind, dass sich der Luftwiderstand nicht ändern wird während des ganzen Vorgangs, bleibt die Geschwindigkeit ja auch immer gleich. Das heißt, wir werden ja nicht abgebremst. Also, wenn das hier unten gilt, dann wird das ja hier oben auch gelten. Wir wissen also schon, ich scroll mal ein bisschen zur Seite, wir wissen also schon, die x-Komponente von unserem Geschwindigkeitsvektor wird auf jeden Fall auch, ich berechne es mal am besten gleich, wird auch 30 mal dem Cosinus von 80 Grad sein. 5,21. 5,21 und natürlich Meter pro Sekunde. Also fehlt uns jetzt nur noch die Y-Richtung und wir können ja jetzt schon mal vermuten, dass die natürlich negativ sein wird, weil die Geschwindigkeit hier geht ja nach oben. Das ist ja unsere Konvention gewesen für vertikale Berechnungen. Ich schreibe mal hier hin, damit das gleich einleuchtender ist, was wir machen. X-Richtung kennen wir ja schon. Also alles, womit wir uns jetzt noch beschäftigen müssen, ist die vertikale Richtung, also die Y-Richtung. Und unsere Konvention ist ja, ich schreibe sie lieber nochmal hin, dass positive Zahlen nach oben zeigen und negative Zahlen zeigen nach unten. Und da der Stein ja, wenn er hier oben irgendwo an seinem höchsten Punkt war und dann nach unten fällt, wird er auch nach unten zeigen, wenn er hier aufkommt. Also nur, damit wir unser Ergebnis, wenn wir das gleich ausgerechnet haben, schon mal grob überschlagen können, ob das überhaupt passt. Weil wenn wir eine positive Zahl rauskriegen, dann passt da irgendwas nicht ganz. Wie kommen wir denn jetzt aber an die Geschwindigkeit in diese Richtung hier unten? Wir wissen, welche Farbe? Rot. Nee, rot ist doof. Nehmen wir orange. Wir wissen, dass der Unterschied von einer Geschwindigkeit, in dem Fall in Y-Richtung, ich schreibe es nochmal einmal ran, in Y-Richtung, jeder Geschwindigkeitsunterschied lässt sich ja immer unterteilen in seine Beschleunigung mal seine Zeit. Mal seine Zeit. Und wenn wir natürlich uns jetzt nur die Y-Geschwindigkeit angucken oder die Geschwindigkeit in Y-Richtung, brauchen wir natürlich auch nur die Beschleunigung in die Y-Richtung. Und der große Vorteil ist, dass wir die ja immer kennen, weil in Y-Richtung, also von unten nach oben oder von oben nach unten, ist ja die einzige Beschleunigung, die im Normalfall auf uns wirkt, die Fallbeschleunigung. Und das ist eine Konstante, die kennen wir. Also fehlt uns erstmal nur noch Delta T. Was ist Delta T? Kennen wir Delta T? Wie lange sind wir in der Luft? Delta T kennen wir. Guck mal, hier ist schon ein Pfeil dran. 5,68 Sekunden. Ich schreibe es schon mal hin. 5,68 Sekunden. So, die Fallbeschleunigung hatten wir eben gerade gesagt, kennen wir auch. Die ist minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde. So, jetzt fehlt uns natürlich nur noch, was ist denn der. Wir wollen ja nicht den Geschwindigkeitsunterschied haben. Wir wollen ja die Endgeschwindigkeit hier hinten haben, wenn wir hier die Endgeschwindigkeit in vertikale Richtung. Und wie eigentlich jeder Unterschied von irgendwelchen Vektoren, besteht der Unterschied immer in der Endgeschwindigkeit oder in dem Endergebnis minus dem Anfangsergebnis. Ich denke, das ist auch ziemlich intuitiv und einleuchtend. Und die Anfangsgeschwindigkeit in Y-Richtung, die haben wir beim letzten Mal auch schon berechnet. Die war ja 30, also Vy, das war ja hier diese Geschwindigkeit. Die ist 30 mal Sinus von 80 Grad. Und ausgerechnet hatten wir die auch irgendwo hier. 29,54. 29,54. Damit haben wir ja eigentlich alles schon, was wir brauchen. Also, wenn ich jetzt noch umstelle, also ich rechne hier jetzt noch plus VA. Dann bleibt uns, dass die Endgeschwindigkeit, oder ja, eigentlich müssten wir Betragsstriche so machen, aber ich lasse mal weg jetzt. Die Endgeschwindigkeit ist
25, nee, wie viel waren es? 29? 29,54. Ah, guck mal, das Bild mal noch im Bild lassen. 29,54 Meter pro Sekunde. Minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde mal die Zeit, die wir unterwegs sind, mal 5,68 Sekunden. Dann kürze ich die Quadratsekunde mit der Sekunde raus. Dann haben wir hier Meter pro Sekunde und hier Meter pro Sekunde. Heißt, wir dürfen das auch beides durchaus miteinander summieren, ohne Bedenken haben zu müssen, dass das Unsinn ist, was wir machen. Und unser Taschenrechner verrät uns, 29,54 minus 9,8 mal 5,68. Wir kommen auf minus 26,12. Minus 26,12 Meter pro Sekunde. Und wir hatten ja eben gerade schon kurz die Überlegung angestellt. Die Zahl ist negativ, passt also, weil unser Geschwindigkeitsvektor in vertikale Richtung hier oben, der würde ja ungefähr so aussehen. Jetzt wieder mal nicht maßstabsgetreu. Minus 26 müsste also ähnlich lang sein wie der Vektor hier oben oder auch ähnlich lang wie der oder der. Und der hier war, glaube ich, auch fast 30. Aber nur damit du weißt, wo er hinzeigt, das ist der hier. Und ich kann ja nochmal den anderen einzeichnen. Unseren Geschwindigkeitsvektor in die horizontale Richtung. Der ist ja immer gleich. Der ist genauso groß, wie er hier unten auch wäre. Das ist der. Also, wir brauchen ja jetzt nur noch davon die Hypotenuse. Das zeichne ich jetzt aber nochmal extra auf. Ich scroll nochmal ein bisschen runter. Also, wir wissen, dass der Vektor in x-Richtung, der war 5,21. Und wir wissen, dass der Vektor in y-Richtung, das hatten wir eben gemacht, der hier, der ist minus 26,12. Also ist der Vektor, den wir ja haben wollen. Gebe mein Bestes, hier eine vernünftige Linie hinzuzeichnen. Ja, schön. Also ist das hier der gesamte Geschwindigkeitsvektor von unserer Endgeschwindigkeit. Und den bekommen wir jetzt, zumindest mit dem Betrag davon, bekommen wir, wenn wir den Satz des Pythagoras einfach nur anwenden. Wir wissen, dass 5,21 zum Quadrat plus minus 26,12 zum Quadrat und daraus die Wurzel, das wird unsere Endgeschwindigkeit sein. Und da müssen wir wieder unseren Taschenrechner fragen. Wohin packe ich dich? Kein Platz. Dann bleiben wir hier. Ein Stück hoch noch. So, 5,21 zum Quadrat plus 26,12. Machen wir noch ein Minus davor, auch wenn es egal ist, zum Quadrat. Ist gleich 709. Und daraus ziehen wir jetzt noch die zweite Wurzel. 26,63. 26,63. Das ist die Endgeschwindigkeit, die unser Stein haben wird, wenn er oben aufkommt. Und wie du siehst, ziemlich erstaunlich, wenn er aufkommt. Also wir wissen ja andersrum. Wir müssen natürlich sagen, das wäre natürlich plus minus hier. Plus minus. Wir können uns also aussuchen, welche der beiden am meisten Sinn macht. Und da wir wissen, dass auch der Geschwindigkeitsvektor der Endgeschwindigkeit negativ sein müsste, weil der in diese Richtung hier irgendwo zeigt, der müsste ja ungefähr so aussehen, wissen wir, dass jetzt natürlich minus 26,63. Und was jetzt relativ erstaunlich ist, ist, dass unsere Endgeschwindigkeit insgesamt fast genauso groß ist wie die Y-Komponente unserer Endgeschwindigkeit. Das sind ja minus 26,12, das heißt, ein Großteil von unserer Endgeschwindigkeit fällt auf die Y-Komponente, also auf die vertikale Komponente zurück. Aber wir sind ja noch nicht ganz fertig. Wir müssen ja für einen Vektor, der besteht ja immer woraus? Aus dem Betrag und aus seiner Richtung. Und für seine Richtung müssen wir noch den Winkel bestimmen, in dem er jetzt nach unten zeigt, in dem Fall. Hier oben, der Winkel war ja 80 Grad hier, das heißt, der ist ja positiv gewesen. Also müssten wir, wenn wir uns den Winkel hier ausgerechnet haben, müssten wir den theoretisch negativ setzen oder müssten zumindest noch extra dazu sagen, dass der nach unten zeigt, damit da keine Verwirrung entstehen. So, und jetzt kannst du dir eigentlich, ja, wir haben ja alle drei Seiten, du kannst dir eine trigonometrische Funktion aussuchen, die dir am besten gefällt.
Ich nehme mal, was nehmen wir denn? Ich nehme mal den Tangens. Einfach nur, wenn man den recht selten benutzt. Wir nehmen mal den Tangens von Alpha. So, wie berechne ich den Tangens von einem Winkel? Naja, ich schreibe mal nochmal den Hilfssatz hin, den ich zumindest immer ziemlich gut finde, auch wenn er leider Englisch ist. Sokatoa. Und der sagt mir, T für Tangens besteht aus Opposite, also aus der gegenüberliegenden Seite, minus die anliegende Seite, also die Ankathete. Und gucken wir doch mal, die gegenüberliegende Seite, die O-Seite sozusagen, ist 26,12. 26,12. Wir können natürlich jetzt hier nur den Betrag nehmen, weil den Tangens aus einer negativen Zahl, den könnten wir ja nicht berechnen. Der würde ja keinen Sinn machen. Aber das Minuszeichen, das merken wir uns sozusagen und setzen das dafür danach dann wieder vor den Winkel. Und unsere A-Seite, unsere Ankathete, das sind ja 5,12. So, dann nehmen wir jetzt also noch die Invertfunktion davon oder den Arcustangens und wissen, wie groß unser Winkel sein wird. 26,12 durch 5,12, 5,12. Machen wir noch Klammern drum, damit es ein bisschen offensichtlicher ist. Und unser Taschenrechner verrät uns, das wären dann 26,12 geteilt durch 5,12 ergibt 5, und der Tangens daraus sind 78,9, also 79, sind 79 Grad, ziemlich genau, also du hier oben bist 79 Grad. Wenn wir jetzt also den Geschwindigkeitsvektor hier oben einzeichnen, dann ist das hier ja unser Geschwindigkeitsvektor und der würde einen Winkel haben von in dem Fall minus 79 Grad. Also er würde fast genauso steil aufkommen, wie wir ihn hier losgeworfen haben. Wenn das mal nicht faszinierend ist.